Ja, herzlich willkommen hier bei mir auf meinem kleinen Kanal. Robert Götz Matuszewski, Premiere auf YouTube. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich mache ja hier immer Propaganda im positivsten Sinne für die linken, linksstaatlichen und Zivilcouragelichten. Unter anderem auch sehr gerne für die Grünen und Grüninnen. Da hat jetzt Katharina Dröge unlängst, ist schon eine Weile her, aber sie hat es dann doch mal gesagt. Katharina Dröge, ja, Nomen ist Omen, also die Dröge. Die hat gesagt, die Grünen und Grüninnen machen eine, Obacht, jetzt kommt's, sehr gute Wirtschaftspolitik. Ja, wirklich wahr. Die Dröge hat gesagt von den Grünen, also wir machen eine sehr gute Wirtschaftspolitik. Böse Zungen sagen, ja, wenn man es nicht dazu sagt, würde man es gar nicht merken. Und ganz böse Zungen sagen, Moment mal, wir haben kein Wirtschaftswachstum mehr. Wir sind auf dem letzten Platz in der Europäischen Union, auf dem letzten Platz bei G20, ja. Selbst Afghanistan überholt uns bald, Kenia sowieso, wenn es so weitergeht, ja. Wir haben permanent beinahe Stromausfall, ja. Die Leute können sich das Heizen nicht mehr leisten, die Leute können sich das Heißduschen nicht mehr leisten, die Leute können sich Strom anschalten nicht mehr leisten, ja. Wir haben 2,5 Millionen Kinder in Kinderarmut. Wir haben 6 Millionen Rentner, die von 800 Euro oder weniger leben müssen. Ja, die Lebensmittel kosten heute doppelt so viel wie vor 3 Jahren. Ja, die meisten. Und tanken geht auf 2 Euro und drüber. Ja, wir wissen nicht mehr ein noch aus. Reisen können wir uns nicht mehr leisten. Fleisch essen sowieso nicht. Ja, viele hören auf zu rauchen, weil sie sich die Zigaretten nicht mehr leisten können. Ist ja gut für die Gesundheit. Wiederum wird die Krankenversicherung immer teurer. Ja, wir haben ja Inflation von Realitas über 10%. Und da sagst du Dröge, ja. Ja, wir machen eine gute Wirtschaftspolitik. Ja, Walla, Alhamdulillah. Ja, vielleicht für Amazon und Co., aber nicht für den Einzelhandel, ja, wo wir gerade den 100.000. Laden begrüßen konnten, der insolvent gegangen ist. Ja, Freunde, ist schön. Freunde, gefällt mir sehr gut. Alleine 47.000 Einzelhandelsgeschäfte seit 2020. In gut 3 Jahren. Wir machen eine gute Wirtschaftspolitik, ja. Aber Freunde, wenn die Grünen das sagen, dann ist das so. Punkt aus Ende. Das nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Man muss nicht immer diese objektive Gefühlswelt, ja, von wegen, ja, mir ist kalt, ich kann nicht heizen oder ich habe Hunger, ich kann mir Essen nicht leisten oder ich habe kein Geld, ich kann meine Miete nicht bezahlen. Ja, immer diese objektiven Gefühle. Ihr müsst mal auf das subjektive Gefühl hören. Subjektiv, darauf kommt es an, ja. Und wenn die Grünen, die Dröge, ja, Katharina, wenn die Dröge sagt, ja, ganz dröge so dahin, ja, wir leisten eine gute Wirtschaftsarbeit, dann ist das einfach mal so. Das wird nicht hinterfragt. Kann ja wohl nicht wahr sein, ja? Er regt mich schon wieder auf, ja? Ich finde die Grünen toll, ja? Und ich wünsche den Grünen bei der nächsten Bundestagswahl über 50%, dann können sie ihr Werk vollenden. Ist das herrlich? Immerhin haben sie ja mit gerade mal gut 14% schon eine gute Leistung geleistet, ja? Für die USA. Für den Diebs, für Deutschland, ja? Im weitesten Sinne, ja? Gut, ja, gut. Also auf jeden Fall haben wir weniger Bäume, weniger Wälder, ja? Weniger Grünflächen, ja, weniger Ackerbauland, und da ist doch auch gut, ja. Der stellt euch mal vor, die ganzen Bäume, was da an Laub rumliegt, der Grimms Märchenwald alleine, was da überall rumliegt, diese Unordnung. Da kommen jetzt schöne Windmühlen hin, wunderbar. Und dann kacken auch nicht mehr so viele Vögel auf euer Lastenfahrrad, weil die Vögel sind geschreddert, ja. Und ihr müsst auch keine Angst haben, nachts in den Wald zu gehen, weil A gibt es keinen Wald mehr und B können euch auch keine Fledermäuse mehr erschrecken, weil die sind alle geschreddert. Es gibt auch weniger Mückenstiche im Sommer, weil die Insekten sind alle geschreddert. Und dieses Gesinge morgens um 4 Uhr im Sommer, wenn die Vögel wach werden, nein! Es wird nicht mehr gesungen, weil die Vögel sind alle geschreddert. Ja, und Greifvögel müsst ihr euch auch keine Sorgen mehr machen, ja, dass die vielleicht möglicherweise eure Katze aus dem Garten holen. Der Greifvogel, weil der Greifvogel ist geschreddert. Apropos Katze und Hund. Annalena Baerbock hat gesagt, Haustiere ist nicht gut für CO2. Wir sollten überdenken, ob wir nicht unsere Haustiere langsam einschläfern lassen. Also hat sie nicht so gesagt, aber Haustiere sind halt nicht gut für CO2. Da kommt einiges zusammen. Einiges, ja. Einiges. Ja, die Haustiere in Deutschland ist ungefähr so, als wenn man irgendwie 100 Millionen Mal mit dem Auto um die Erde fahren würde an CO2 oder so ähnlich. Ja. Ich weiß nicht, ob jeder oder nur ein Auto, hat sie sich nicht so klar ausgedrückt. Also schafft eure Haustiere ab. Also wir haben ja unseren Ambrosius, unseren Goldhamster, ja. Den hat ja Martina seinerzeit aus Amerika mitgebracht. Wirklich wahr? Ja. Und der Verkäufer hat ihr zugesagt, der Goldhamster ist der Cadillac unter den Tieren. Ja, sie kam zu Hause nach Hause und sagte, guck mal hier, Robert Götz, wir haben den Cadillac unter den Tieren. Ich dachte erst, sie hat ein neues Auto. Nein, da kam sie mit Ambrosius an, unserem Goldhamster. Also immerhin, der Cadillac unter den Tieren, ja. Aber der verbraucht nicht viel CO2. Also, okay, Freunde, solltet ihr gerade krank sein oder aufgrund der Nachrichtenlage nicht so gut drauf, kommt schnell wieder hoch, wir brauchen euch. Unsere große Gemeinde, ich blabel das nicht einfach so dahin, ich meine das ernst. Wir schicken euch jetzt gute Energie, werdet schnell wieder gesund. Denn wir brauchen euch. Und wir bleiben standhaft, optimistisch, voller Tatkraft und wir behalten unsere Haustiere. Und wir halten zusammen. Punkt
aus, Ende. Es grüßt Bruno, mein Hausmeister, Bruno Pete. Es grüßt Kevin Heinzelmann, meine Buchhaltungsschwuppe. Und natürlich Jerome Schmidt, mein Schwager, unser Schwager. Und meine liebe Frau Martina grüßt euch auch ganz lieb. Martina ist heute live bei Alexa fragt nach. Ja, der Link ist bei mir auf Telegram. Könnt ihr Martina live sehen? Martina, meine Frau Martina, live im Fernsehen. Ja, bei Alexa fragt nach auf YouTube und oh, 50 anderen Kanälen. Wirklich wahr, um 20 Uhr. Link ist bei mir auf Telegram. Habe ich gestern Abend hochgeladen. Den Link könnt ihr euch anschauen. Ja, ihr werdet begeistert sein, meine Frau Martina im Fernsehen. So, jetzt freue ich mich über euren Kommentar, das Däumchen hoch. Und liebe Unterstützer, danke für eure klitzekleine oder große Unterstützung. Ihr macht meine Propaganda erst möglich. Danke von Herzen, ich weiß, das macht Mühe. Danke. PayPal und Konto hängt hier drunter, auch übrigens der Link zu Telegram, der Link zu BitChute, zu Odyssey, zu VirTube, zu YouTube Hauptkanal und zu den Büchern zur Sendung. So, und ich bin jetzt weg. Nein, ich bin noch da. Wichtigste Botschaft kommt in der 6. Minute für euch und das ist die allerwichtigste Botschaft überhaupt, die ich hier zu verbreiten habe, meine lieben Freunde. Ich hab euch lieb. Tschüss, Gens, der Hobby. The Shadow Man liest das Video. Den Schatten machen wir richtig groß. Ja, wer hier im Bundestag arbeitet, ich sag's immer wieder, der muss einen Schatten haben. Es sei denn, er ist blau. Allerdings nicht vom Alkohol.